Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es eine First Impression von einer Palette, die ich mir neu bestellt habe. Die ist jetzt am Freitag angekommen, also vorgestern, und seitdem liegt sie hier. Ich habe sie jetzt gerade schon für Instagram geswatcht und muss sagen, wow, Wahnsinnspigmentierung, der Wahnsinn, ich bin echt schon gespannt. Und ja, es ist das erste Jeffree Star Produkt, was bei mir einziehen durfte, und ich bin mega gespannt drauf, wie diese Palette so ist. Und ich habe zwei Paletten bestellt. Also ich habe im Endeffekt ein Set bestellt. Das hat mich jetzt gekostet 81 Euro irgendwas. Also knapp 82 Euro. Und es sind zwei Paletten, also es ist ein Set. Bei Beautylish habe ich das übrigens bestellt. Also da ist Zoll und Versand und so weiter mit dabei. Und ja, es sind diese beiden Paletten hier. Einmal die Mini Showbreaker Palette. Die ist wirklich auch sehr, sehr süß gemacht. Und gerade wenn man unterwegs ist oder so und die mitnehmen möchte. Hier, so sieht das übrigens von außen aus. Und das hier ist einmal die Palette von innen. Also richtig, richtig schön. Gefällt mir so gut. Und vor allen Dingen, man kann auch damit normale Looks schminken, finde ich. Also es ist jetzt nicht so eine super außergewöhnliche Palette, weil das Lila lässt sich doch schon eigentlich recht gut in den Alltagslook integrieren. Und ja. So. Und ja, wenn ihr Swatches zu der Palette sehen wollt, dann schaut gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich nämlich die Palette schon einmal gepostet. Da könnt ihr auch die Swatches dazu sehen. Und ja, also von der Pigmentierung her schon mal der Wahnsinn. Ja, aber ich möchte gerne heute diese Palette hier ausprobieren. Und zwar ist es die große Jawbreaker Palette von Jeffree Star. Und jetzt machen wir die hier mal auf. So sieht die Palette übrigens ausgepackt aus. Also der Karton sieht so aus wie die kleine Mini Breaker. Und ja, das ist jetzt einmal die Jawbreaker Palette. Und, na, komm. Also sie ist auch wirklich schwer. Also es ist jetzt keine leichte Palette oder so. Und hier könnt ihr einmal die Farben sehen. Also richtig, richtig cool. Und ja, mega Pigmentierung. Also ich zeige euch jetzt mal Farben, die mich extrem angesprochen haben. Das ist einmal Snack, Gumdrop und Orange Juice. Die habe ich beim Swatchen. Der Wahnsinn, Leute. Also so sehen die aus. Richtig, richtig schön. Und ich weiß noch nicht genau, was ich schminken möchte. Die Auswahl ist wirklich sehr, sehr groß. Das Einzige, was hier bei meiner Palette leider passiert ist beim Versand. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier. Ist leider eine Ecke rausgebrochen. Ist aber nicht so dramatisch. Der Großteil des Lidschattens ist noch da. Aber ja, ist halt ärgerlich, aber kann man nichts machen. Ne? Es kommt halt doch aus Amerika. Also ich muss sagen, ich habe die Palette am Mittwoch bestellt und am Freitag war sie schon bei mir zu Hause. Also mal ganz im Ernst, das ist Wahnsinn. Also da ist manche deutsche Firma langsamer als das Paket aus Amerika. Also das muss man schon wirklich sagen. Ja, und wenn ich mir die Palette jetzt so anschaue, ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Ich würde gerne alle Farben auf meinem Lid ausprobieren, weil das geht natürlich nicht. Und ja. Was machen wir, Leute? Ja, und als Erstes trage ich mir jetzt hier einfach mal einen Concealer auf. Einfach schon mal, um eine Base zu schaffen. So, ich glaube, ich hole euch auch mal näher ran. Als Erstes starte ich jetzt hier mit diesem Weißton. Das ist der Farbton Virgin. Und den trage ich mir einfach mal auf den kompletten Lid auf. Ja, dann nehme ich mir hier von Zu Eva die 228 Luxe Crease. Dieses Teilchen hier.
Und damit gehe ich in den Farbton Korn hier unten, also der hier. Den kann man einfach schön als so einen Übergangston verwenden. Und den trage ich mir jetzt einfach mal hier in der Lidfalte auf. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich hier den Farbton, diesen blauen Farbton hier verwenden soll mit dem, wo sind wir denn? Mit diesem hier. Ich glaube, das könnte ganz cool sein, oder? Oder nehmen wir den Gumdrop mit Snack? Puh, schwere Entscheidung, Leute. Ich glaube, wir probieren jetzt diesen blauen Farbton mal aus. Ja, Soak It heißt der übrigens. Und ihr seht schon, Pigment ist auf dem Pinsel. Und dann geben wir uns den doch mal hier hin. Ich finde auch, Blau ist eine so irgendwie der schwersten Farben irgendwie zum Auftragen. Aber auch hier sieht man, man muss auf jeden Fall ordentlich aufbauen, damit das was wird. Aber ich habe ja gerade erzählt, ich habe die Palette schon einmal komplett geswatcht und die Farben lassen sich so schön swatchen. Es ist der Wahnsinn. Ah, der hier wird... Ah, den muss man auf jeden Fall aufbauen, ne? So, meine Kamera und mein iPad haben sich mal wieder verloren. Jetzt sehe ich nicht, was ich hier mache. Also ich weiß nicht, das ist manchmal so nervig und ich verstehe nicht, warum der immer die Verbindung verliert. Aber er dreht auf jeden Fall weiter. Das habe ich schon festgestellt. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht fängt er sich wieder. Sehe ich nicht, ob ihr was seht. Ich hoffe, das ist alles so im Fokus. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit der Kamera ein Schminkvideo mache. Und ich bin mit der irgendwie überhaupt nicht zufrieden, was den Fokus angeht. Weil der Autofokus, der drin ist, wäre natürlich ideal. Aber der ist so empfindlich, das Objektiv geht dann die ganze Zeit hin und her. Und es nervt einfach nur. So. Jetzt nehme ich mir nochmal einen anderen Pinsel. Auch die 228 von Zoeva. Und gehe in den Farbton Brain Freeze. Das ist, dieser hier. Also dieses Türkis. Und blende mir jetzt den Farbton Soak It damit ein bisschen aus. Und was mir jetzt auf jeden Fall auch schon auffällt bei der Palette, die ist echt schwer, ne? Die so mit einer Hand halten, die ist richtig, richtig schwer. Ja, ich mache jetzt mal schnell das zweite Auge fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich für eine Farbe nehme. Ob ich jetzt wirklich das Orange nehme, das Orange Such, oder ob ich vielleicht Lemon Drop nehme, das ist so ein Gelb. Das wäre das jetzt mit dem Gelb. Und das wäre das mit dem Orange. Leute, was mache ich? Ich glaube, ich nehme Orange. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch schnell einen Concealer holen und damit eine Cut Crease ziehen. Also ich habe jetzt hier mal einen Concealer geholt und zwar ist das hier der von L'Oreal, der Infallible. Den nehme ich eigentlich ganz gerne immer zum Cut Crease ziehen. Ja, und ich habe mir auch schon überlegt, weil die Kamera ist ja von meinem Freund. Der nimmt die immer her zum Tiere fotografieren. Dafür ist es auch gut, so einen schnellen Zoom zu haben. Aber für mich ist es halt einfach irgendwie
schlecht. Ich habe auch überlegt, schon mit der alten Kamera wieder zu filmen. Aber da finde ich das Mikro halt nicht so gut. Wie ich habe halt hier jetzt extra noch so ein Rode Mikro oben drauf. Und ich finde, da hört man und merkt man halt trotzdem ein bisschen Unterschied. Und bin dann überlegen, ob ich mir nicht die Canon, wie heißt sie, GX9, glaube ich, heißt sie, ob ich mir die holen soll. Vielleicht habt ihr der ein oder andere von euch die Kamera und kann mir berichten, wie ihr die findet. Das würde mich mal sehr interessieren. Weil ich meine, hier mit dem iPad hier theoretisch. Ja, jetzt war meine Speicherkarte gerade voll. Ich fange schon wieder das Reden an und merke gerade, ich habe nicht auf Aufnehmen. Ich habe von Aria. Also von der Game of Thrones Collection von Urban Decay, den Pinsel hier mir genommen und bin jetzt in den Farbton Orange Juice hier rein. Und den trage ich mir jetzt einmal auf und ich glaube aber fast, wobei es geht eigentlich noch, dass es vielleicht mit dem Finger sogar besser geht. Jetzt probiere ich aber nochmal einen aus. Und zwar, genau, hier ist so ein Schaumapplikator. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Jetzt gehe ich in den Farbton Lemon Drop. Das ist dieser Goldton hier. Gelbton, Goldton. Ja. Und nehme mir auch wieder so einen Schwammapplikator und trage den hier vorne auf und blende den hier so ein bisschen in das Orange rein und der ist richtig gut pigmentiert. Fällt mir richtig gut. Jetzt nehme ich mir nochmal den anderen Pinsel hier, gehe aber jetzt nicht noch meine Farbe rein, sondern verblende einfach nur die Farben hier oben. Also ist auf jeden Fall mal was anderes, würde ich sagen. Ich schaue mich gerade mal in dem großen Spiel an. Und ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob mir die Kombi so ganz so gut gefällt. Mit dem Blau und allem. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Bin auch gerade am Überlegen, ob ich noch einen anderen Farbton über das Blau so ein bisschen drüber geben soll. Das machen wir auch. Ich nehme jetzt hier nochmal den 228 und gehe in den Farbton Sack rein. Bist du? Hier oben. Also der Ton hier, den gebe ich mir jetzt nochmal in die Lidfalte so ein bisschen rein. Der kommt jetzt auf dem Blau natürlich überhaupt nicht rüber, ne? Ist ja irgendwie auch klar. Ja, also wie gesagt, ob mir jetzt die Kombi so wirklich gut gefällt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Halt. Ich nehme jetzt nochmal den flachen Pinsel von Real Techniques, den ich am Anfang verwendet habe. Das ist dieser hier. Und gehe nochmal in den Weißton, also Virgin, rein. Den so ein bisschen ab. Also die Farben sind auf jeden Fall sehr pigmentiert und krümelig. Und verblende es hier oben noch mal ein bisschen. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen rausgezoomt. Und ja, so sieht das Ganze jetzt mal von Weitem aus. Was ich jetzt aber auch sagen muss, ich zoome euch jetzt noch mal schnell rein. Also, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also es ist hier unten eigentlich fast kein Fallout, also klar hier an den Seiten so ein bisschen, aber es hält sich ehrlich gesagt in Grenzen meiner Meinung nach. So, jetzt aber mal raus. Ja, ich mache jetzt einmal schnell den Rest von meinem Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe das Ganze jetzt einmal fertig gemacht und wie ihr erkennen könnt, ich habe den Lidschatten nochmal gewechselt. Mir hat das Blau irgendwie nicht so gefallen. Also ich muss echt sagen, ich probiere gerne Blau aus.
Mir gefällt die Farbe Blau, aber irgendwie an mir nicht. Ich weiß nicht, also es ist einfach nicht meins. Und jetzt habe ich mich nochmal umentschieden und habe praktisch einfach mal so einen rosanen Look geschminkt. Und da kann ich euch gerne mal zeigen, was ich hier verwendet habe. Und zwar habe ich einmal halt hier diese Farbe hier verwendet. Die habe ich einmal in die in die Lidschattenfalte verwendet. Dann habe ich diesen Farbton hier verwendet. Im äußeren Lid also im äußeren Bereich vom beweglichen Lid. Und dann habe ich einmal diese Farbe hier verwendet im inneren Bereich. Also vom Prinzip her genauso geschminkt wie das Blaue, nur mit anderen Farben nochmal. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt es wesentlich besser. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Ich glaube, hier kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Ich finde, die Farben sind sehr, sehr schön geworden. Und ja. Ja, es ist natürlich jetzt eine Palette, die jetzt nicht unbedingt der absolute Alltagspalette ist. Also man kann schon ein paar Farben für den Alltag verwenden. Also ich denke mal, die zwei hier, dann diese zwei hier und auch diese hier zum Beispiel oder auch diese hier kann man mit Sicherheit super gut für den Alltag verwenden. Aber jetzt so generell eine Alltagspalette ist es natürlich nicht. Ich finde sie aber sehr, sehr gut. Also es ist meine erste Jeffree Star Palette. Was ich jetzt nicht so gut finde, ist, die Palette ist extrem schwer. Also wenn ich jetzt hier sitze und hier meinen Spiegel halte, also ich kriege hier einen richtigen Krampf im Handgelenk und das finde ich natürlich nicht so cool. Aber an sich ist es eine wirklich schöne Palette. Also mir gefällt sie richtig, richtig gut. Das mit dem Blauton, das liegt nicht an der Palette, das liegt einfach an mir. Also mir gefällt es einfach nicht so gut an mir. Und ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden. Was man auch sagen muss, sie hat auf jeden Fall Kickback. Das heißt, wenn ihr in die Pfändchen reingeht, also es kommt schon Brösel hier unten raus, also das muss man immer ein bisschen wegpusten. Und was natürlich auch der Fall ist, ist, man hat leicht Fallout hier unter den Augen. Aber die Farben sind sehr, sehr gut pigmentiert und man bekommt die Farben auch noch schön verblendet. Also es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt das Pigment auf dem Auge habt, bekommt ihr es nicht mehr weg, sondern ihr könnt es wirklich noch schön verblenden. Also das lässt sich schon eigentlich ganz, ganz gut machen. Ja. Ich habe übrigens auf dem Gesicht auch wieder meine Dior Forever Skin Glow Foundation. Ich mag die sehr, sehr gerne. Also sie hat einen schönen Farbton für mich. Es ist die 0N verwende ich hier. Und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, noch ein neues Produkt, was ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt hatte, ist hier von NYX. Das Bear With Me Prime & Set Spray. Man sieht es, ich habe es auch schon ordentlich verwendet und ich finde es auch echt gut. Also mag ich auch sehr, sehr gerne. Verwende ich momentan auch täglich. Und ja, ich kram jetzt noch hier rum. Ja, die Mini Breaker Palette muss ich auf jeden Fall jetzt nochmal ausprobieren. Da sind ja hauptsächlich so lila Töne drin, was ich echt schön finde. Und dieser Orangeton hier, der hat so einen leichten Glitzerschlag drin, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, mit der muss ich auf jeden Fall nochmal rumspielen. Wenn ihr dazu auch einen Look sehen wollt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und vielleicht schreibt ihr mir auch mal in die Kommentare, welche Farben ihr gerne sehen würdet, also was ich da davon ausprobieren soll. Und ja, das ist auf jeden Fall die Mini Breaker. Auf jeden Fall bin ich von der Palette super, super begeistert. Einfach, weil sie bunt ist. Es ist nicht so ein Standardmodell, sage ich jetzt mal. Es ist halt einfach wirklich was, wo man mit Farben spielen kann, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann. Und ja, man muss auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, das Blau mit dem Orange und dem Gelb hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ist nicht so meine Farbkombi gewesen, deswegen habe ich es jetzt nochmal geändert. Und ja, aber wie gesagt, ich bin echt begeistert und ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euch die Palette auch geholt habt. Wenn ja, gefällt sie euch? Wie kommt ihr mit ihr zurecht? Welche Looks habt ihr damit schon geschminkt?
Und würdet ihr euch sie nochmal kaufen? Würde mich auch interessieren. Also ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen, weil ich finde sie wirklich schön. Und ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit noch ein bisschen mehr mit ihr rumspielen. Und wenn ihr noch einen weiteren Look zu der Palette sehen wollt, irgendeine bestimmte Farbkombi, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und da ich ja doch eigentlich so farbtechnisch schon oft ein bisschen festgefahren bin. Und ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es wieder mal ein bisschen durcheinander ist. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!